So, wo können wir denn... Ah, okay. Hier können wir lang. Mit drei... Denn nur Ponschritte, Mensch, sollst du suchen. Trifft eine Wahl. Hä? Gehen wir hier lang einfach. Glitzerstern. Ja, moin. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Part. Ja. Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind immer noch im Story-Modus. Alter Mann. Momentan geht's so überhaupt nicht voran. Grundsätzlich mit Let's Plays überhaupt so, Alter. Ich muss mal wieder hier Dampf machen. Boah, und die machen auch gerade Stress, Alter. Machen zwar jetzt nicht ordentlich Schaden so, aber. Ah! Trotzdem. Ich habe jetzt bestimmt wieder zwei Wochen kein Smash gespielt, Alter. Was auch schon eine Untat ist. Für einige. Jetzt muss ich wieder mit meinen Standard-Moves mit Bowser kämpfen, Alter. Uff, uff, uff. Da werden sie wieder kommen, da werden sie wieder kommen und rumheulen. Aber wir können auch zurück, ja gut, ne? Tora. Naja. Dann ziehen wir heute noch mal ein bisschen durch. Wir sind hoffentlich auch bald mal fertig hier. Was ist das denn für eine Arena, Alter? Die ist ja übelst gefährlich. Guckt euch das an. Alter, diese Moves, ja? Putz, putz. Es ist so billig. Es ist so billig. Okay. Ah, und hier ist dann auch... Ah, okay, hier ist dann auch der richtige Weg. Hätte man aber sehen können, weil das ist der einzige... Ja, obwohl doch, hier geht's auch eigentlich. Also hier könnte man auch einen Weg weitermachen. Haben sie nur nicht. Stimmt, wir haben jetzt ja diesen Mega Man X. Ich schlag mich damit selbst gerade. Das ist irgendein so Mega Man Character haben wir auf jeden Fall als Geist momentan. Der ist dafür, dass es einer vom Typ Greif-Dings da ist, ganz nice. Also der 12.000 oder so, ne? Mal gucken, müsste ja gleich wieder beim nächsten Kampf drin. Ich will jetzt nicht extra gucken. Sehen wir dann ja gleich. Dann gehen wir weiter. Okay, da wird vielleicht nochmal irgendwo was aufploppen oder so. Alter! Die Zwielichtsherrscher. Des Zwielichtsherrscher weiß den Weg, trifft eine Wahl. Oh. Okay. Girahim. Kommt mir bekannt vor. Ist das Zelda, ne? Ja, ja. Mega Man X, ich hatte recht. Lull. Okay. Okay. Der kriegt jetzt erst auch mal auf die Fresse, der liebe Corin. Alter, was los? Die sind ja übelst schlecht gerade. Oder ich kämpfe einfach nur total bescheuert und das funktioniert trotzdem. Also so wie eigentlich immer. Boah, Leute, so Smash ist auch wieder so eine Sache, ne? Ich würde das so gern streamen, endlich. Weil Sonntag wird die Switch jetzt ja auch 2 Jahre alt. Eigentlich möchte ich nur so Original Games, also diese OG Games zocken, diese... Ah, die Leute... Ja, moin. Also ich möchte so diese OG Games zocken. Und, Alter, das ist einfach so, das ist so ein krasses Gefühl, so 2 Jahre, Alter. Vor allem für mich, für das erste Mal so ist, es eine Konsole wirklich von Anfang an. Seit fucking Wii NX Gerüchten hierbei. Durchsuchte wie sonst was, ja. Boah, ich bin auch dumm, ich flieg immer in das... Ja, moin! Es portet sich aber auch selbst manchmal zu mir, kann das sein? Ah. Ich habe halt auch die Switch jetzt seit dem
2017, ja, und bald ist der 3.3.2019. Das ist schon krass, so. Und es war, wie gesagt, meine erste Konsole, wo ich so richtig durchgezogen habe die ganze Zeit, ja. Ich habe ja wirklich viel zu viele Spiele und sonst was, Alter. Und ich habe da auch halt jetzt auch eigentlich eine voll große Auswahl, aber trotzdem möchte ich auf Smash und so zurückgreifen. Warum auch immer. Junge, du regst auch auf, ja. Dass ich hab so gegen den Verkack, ja. Oh. Die Piranha-Pflanze würde ich ja gerne wieder spielen auch. Okay. Ganondorf aus Twilight Princess. Okay. Boah, es war jetzt Zufall, dass ich auf die Plattform gegangen bin, jetzt ohne Witz. Ich hab einfach Sprung gemacht, ja. Boah, zum Glück habe ich gerade noch geschlagen. Sonst wäre ich tot. Also wie gesagt, ich mache ja dann am Sonntag extremst was mit Streams und so. Und ich möchte eigentlich nur die OG-Games zocken, aber Mann. Also OG-Games meine ich übrigens so alles, was so 2017 auch rauskam. Also vielleicht auch dann Mario und Rabbids. Kingdom Battle. Halt auch vieles, wo ich einfach kein Let's Play zu habe. Odyssey. Das läuft dann. Wir werden dann aber einfach den folgenden Part, also der Part, der jetzt eigentlich kommen müsste normalerweise, ne? Werden wir dann einfach aufnehmen. Oh, halt. Werde ich halt einfach streamen, sagen wir es so. So, okay. Dann werde ich halt aufnehmen. Genau als Stream, ne? Ich werde einfach streamen, wie gesagt, so. Also, ne? Ihr versteht schon. Dann werden wir noch Splatoon 2 vor allem wieder spielen. Dann muss ich mir vielleicht auch extra nochmal einen neuen Online-Abo-Scheiß holen bei Nintendo. Danke nochmal dafür. Ja, ich habe halt zwei Accounts und ich habe auch auf dem falschen Account online. Was heißt auf dem falschen? Ich habe auf manchen. Bei manchen Spielen spiele ich auf dem einen Account, beim anderen so und so. Dann habe ich nicht bedacht, dass Splatoon auf dem falschen dann also, dass ich halt. Ich spiele halt auch deswegen jetzt richtig lang kein Splatoon mehr. Ne? Beschissen und dumm, aber ist halt so jetzt. Da werde ich mir vielleicht auch nochmal direkt dann das Jahresabo jetzt endlich mal holen. Das wollte ich schon lange eigentlich. Auch für den Account halt dann, ne? Werde ich dann vielleicht nochmal machen. Weil es nervt. Splatoon ist so ein geiles Spiel, ja. Was haben wir denn eigentlich jetzt noch? Ich habe doch vorhin noch irgendein Spiel. Ah, Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Da muss ich auch mal gucken, über welchen Account ich spiele, weil ich habe einen Account, da habe ich schon sehr viel angefangen und so, da habe ich auch fast alles durch, glaube ich. Und halt einen Account, da will ich von Anfang an nochmal genau gucken, dass ich alles spiele. Oh, endlich ein neuer Charakter. Oh, Quachuzu! Nice, boy. Wir müssen einfach mal gucken. Ihr solltet dann am besten auch nochmal, falls ihr irgendwas habt, so, ne? Lasst in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendein Spiel noch so euch einfällt. Das meiste habe ich traurigerweise ja wirklich selbst. Also da schreibt einfach, also okay, ne, ich habe eigentlich so gut wie alles, was so, ich sag mal, große Spiele wie Mario Odyssey, BOTW, halt Mario Kart und so ein Kram, ne, halt sowas, was, ja, okay, Mario und Rabbids zähle ich dabei auch halt mit. Halt alles, was so wirklich von richtig großen Firmen und so ist, halt. Wie nenne ich das denn jetzt? Die Top Games. Boah, Cheat.
an. Mach eine Fliege, Alter. Komm. Wow. Hätte es auch einfacher und schneller klappen können, aber gut. Dann halt nicht, ne? Okay. Ich bin verwirrt. Ich check nie so wirklich, wo man jetzt weiterlaufen muss. Raymond Bryce, schön für dich. So. Ich bin auch gerade beim Überlegen, was ich noch so gesagt habe, machen können. Also wie gesagt, das ist halt eigentlich so eine große Auswahl, aber wenn ich mich nur auf 2017 beschränke, vielleicht dann nicht mehr so unbedingt krass viel. Aber es kann auch so viel raus eigentlich. Also mehr als 2018, wobei ich mir glaube ich 2018 sogar mehr geholt habe. Fragt mich nicht wie. Also grundsätzlich gilt ja das 2017 als das große Jahr und 2019 wird sowieso gefühlt fünfmal so viel. Also wer jetzt schon so mal die Directs und whatever guckt, ne, der weiß schon, es kommt so viel kranker Scheiß. Allein aber bald, okay, das sind alte Games und so. Drei Teile von Resident Evil. 0, 4 und 1. Sind auch sogar schon im E-Shop. Pokémon, yo! Pokémon Schwert und Schild. Juhu. Ja doch, es ist eigentlich ein geiles Spiel. Ne? Soll jetzt nicht so rüberkommen, aber der Name ist halt einfach... Er passt. Wird sich dann noch zeigen, warum genau und alles. Ist halt England bisher nur bekannt und alles nur... Gala Region. Aber ist ein bisschen komisch, ne? Hört sich immer mal ein bisschen... Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe Pokémon Schwert gespielt. Ja. So komisch. Wir werden noch sehen. Das ist ein geiles Game, glaube ich. Aber generell die Auswahl auf der Switch, die es bisher gibt. Und wenn wir nochmal bedenken, was bald noch kommt. Animal Crossing ist, interessiert mich jetzt nicht so ganz, aber Alter, es ist heftig. Dass Nintendo auf einmal so durchzieht. Bei der Wii U war das ja gefühlt gar nicht vorhanden. Klar, da gibt es auch geile Spiele. Und die wünsche ich mir teilweise auch geportet auf der Switch. Beispiel, ja, Super Mario 3D World. Bitte hatet nicht. Ich finde das Spiel einfach so cool. Ich hatte es nie. Ich weiß nicht warum. Ich hatte so viel auf der Wii U nicht. Und jetzt auf der Switch, genau wie Nintendo, ziehe ich jetzt auch komplett durch. Ich habe gefühlt jedes Spiel. Warum eigentlich? Warum nicht früher? Ich greife einfach die ganze Zeit wieder gleich an. Boah! Ekelhaft ist das so zu spielen, ja? Wie die. Da kann ich auch leider nichts gegen machen. Boah, hier explodiert ja die ganze Zeit was. Das ist unmöglich. Ist ja noch schlimmer. Jetzt. Boah. Habe ich ihm gerade den... Oh ja, nice. Habe ich ihn? Ja, Mann, endlich. Schau, Alter. Ich weiß gerade nicht, warum fallen mir so... Ich sehe hier nur die vordere... Ich habe die Spiele so aufgestellt. Ich sehe hier nur die vordere Wand von... Okay, dahinter ist FIFA, also. Ne? Ja, doch, es gibt immer noch genug. Ich gucke die ganze Zeit zu den Games, die ich überhaupt noch so habe. Oh, fuck. Das könnte absolut schwer werden. Aber wir werden es mal probieren. Komm. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Nicht? Na. Weiß nicht. Bruder, was ist bei der denn los? So's. Allein, was dieses Jahr halt, wie gesagt, nochmal rauskommt, ne? Ist schon krank. Yoshi kommt bald. Im April? Was kommt im April eigentlich raus? So.
Ja, okay, man könnte halt sagen, ich glaube im April kommen die Resident Evil Teile da, ne? Ja, okay. Würde ich jetzt nicht so abnormal mitzählen, aber es kommt auch auf jeden Fall ein geiles Spiel damit und ja, wird halt nur die Frage sein, wie es so von der Umsetzung ist, ne? Switch ist ja hardware-technisch jetzt nie so das Coolste, ne? Da wird sich dann hoffentlich auch mal irgendwann jetzt was machen. Dieses Jahr denke ich nicht, leider nicht mehr, ja. Ich wünsche mir sowas ja so sehr. Alle sagen irgendwie, ja, keine bessere Performance. Was heißt bessere Performance? Keine bessere Hardware. Bitte gebt mir bessere Hardware, Alter. Das ist es. Eine der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach dabei. Junge, wieso zieht sie eigentlich die ganze Zeit so durch? Ausweichen schnell. Oh, Junge. Ja, Bruder, fall runter einfach. Fall einfach runter. Jetzt flieg einfach, flieg bitte. Ja! 4-Sterne-Geist ist drin, Alter. Endlich. Hui. Ah, Corrin, kriegen wir jetzt auch. Okay. Das hat jetzt wirklich meine geistige Kraft komplett ausgelöscht, ja? Ist weg. Aufgebraucht für den ganzen Tag. Schade. Bruder, Bruder? Alles gut? Nee. Aber okay, gehen wir jetzt mal weiter. Nach April würde ich sagen Mai. Ja, okay, April, Mai sind vielleicht so ein bisschen leer, finde ich, bei Nintendo. Aber da kommt von, Dingens, wer ist? Ah, kommt, ist ja nur ein Spiel, stimmt. Im Mai dann doch was Geiles eigentlich, fällt mir gerade auf. Assassin's Creed kommt am 21.05., meine ich. Oder? Es müsste Teil 3 sein, genau. Genau, Teil 3, genau. Kommt aber auch für andere Konsolen, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht nur Switch. Aber trotzdem, wir haben einen Assassin's Creed Teil auf der Switch. Der zwar absolut rumleckt und 3 FPS ungefähr schafft, aber ich hoffe einfach, Nintendo wird dann dadurch, können dann doch wenigstens für solche Spiele dann auch irgendwie für sich was überlegen, dass es besser läuft. Und ich meine damit nicht nur in Japan rausbringen und dann auf die Konsole streamen. Das gab es ja schon bei Assassin's Creed Odyssey. Oder? Was, Odyssey? Ja, eigentlich schon. Und auch bei Resident Evil 7. Aber die alten Games, jetzt bringen. Überleg mal. Resident Evil und Assassin's Creed, da bringen sie jetzt einfach nur die alten Teile. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die einfach nur Teil 3 remastern. Den es übrigens auch in der letzten Zeit teilweise kostenlos gab. Jedenfalls den China-Teil, glaube ich. Für den PC. Sogar bei Ubisoft Official auf der Seite, so, ne? Schon komisch, aber gut. Habe ich mir fast sogar runtergeladen, aber dann dachte ich mir so, yo. Speicherplatz voll, verdammt, da mache ich es doch nicht. Und dann war das Angebot leider weg. Jetzt kostet es wieder was, aber egal. Die Sache ist halt die, es ist auch remastered und alles. Aber es sieht auf der Switch immer noch schlechter wahrscheinlich aus und am Ende so eine als, keine Ahnung, auf einem PC mit einer GTX 960, gab's das? Ja, es müsste eigentlich eine 960 auch geben. Auf so einer uralten Grafikkarte, ja. Und mit so einer uralten Grafikkarte kann man uns wahrscheinlich schon besser zocken. Und das ist schlimm. Die machen sich inzwischen auch, glaube ich, gar keine Mühe mehr, das so zu porten. Weil, Alter, im Trailer sah es schon in der Direct ouch aus.
Assassin's Creed ist eigentlich so eine Sache, yo, das würde ich mir kaufen, weil es einfach geil aussieht, grafisch. Und wenn es jetzt remastert ist, jo, vielleicht mal ein bisschen besser. Ich kenne den alten Teil jetzt gar nicht mehr so, also ich kann mir jetzt nicht so einen Unterschied machen. Ich kann das nicht gut unterscheiden dann, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, yo, das sieht eigentlich auf der PS4 auch viel besser aus als früher. Wird's vermutlich dann auch und alles. Aber yo, kaufe ich mir doch lieber für den PC und schließ Pro. Nee, man kann es unterwegs spielen, aber. Es ist so dumm. Nintendo, bitte bringt eine Switch raus, eine neue. Vielleicht dann auch. Ja, dann. Ja, okay, was heißt vielleicht zu 99% erst nächstes Jahr, aber egal. Das ist okay. Hauptsache, ich kann solche Spiele auch vernünftig spielen. Und wir kriegen dann auch die neuen Teile direkt immer drauf. Und dann auch geil und nicht so rotzig. Ne, weil die Sache ist, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es genau auf der PS4 ist, aber ich glaube, auf der PS4 müsste das Spiel ja auch irgendwie. Doch, es läuft doch safe auch in 4K oder so. Ist vielleicht dann nicht die 60 Frames, whatever, aber. War halt nicht die höchsten Videoeinstellungen, Grafikeinstellungen, überhaupt so. Aber auf Konsolen leider überhaupt nicht festlegen. Auch bei Fortnite finde ich das zum Beispiel sehr doof, oder auf PS4 so. Wobei ich da jetzt auch nichts ändern würde. Ich habe sowieso eigentlich alles auf hoch und so. Und es wird auf der PS4 dann vielleicht auch in der Stufe darunter sein. Ah nee, ich habe nicht hoch. Ich habe aufs Episch. Das ist das Höchste, ja. Also ich denke mal auf der PS4, das kommt mir jedenfalls so vor, es ist teilweise auf Episch vielleicht eingestellt und auf hoch. Na? Sieht schon sehr geil aus. Aber ich fände es dann okay, wenn die wenigstens eine Switch rausbringen, die so eine Leistung von einem. Ja, wofür besser als jetzt. Dass man Fortnite wenigstens so halbwegs angenehm zocken kann. Dass das nicht mehr nach niedrigsten Einstellungen aussieht. Das sieht vielleicht am PC so auf niedrigsten Einstellungen so am besten noch, also am besten aus als auf der Switch. Okay, am Handy ist auch nicht viel besser. Selbst an Gaming-Handys auch geil so. Ne? Ich habe halt das Honor Play, wie viele ja wissen. Und selbst da läuft es scheiße dran, obwohl es ein Gaming-Handy ist. Ja, okay, vielleicht sieht es dann an einem Honor View 20, das ist ja auch extra für die 60 Frames. Mal optimiert ist alles so, ne? Also, man kann ja Fortnite darauf und zum Beispiel auch auf dem Note 9, auf dem S10 meine ich dann auch. So, denke ich mal, sonst wäre es schon echt komisch. In 60 Frames zocken. Ich wünsche mir sowas für die Switch. Mein Gott. Epic Games. Ihr könntet da auch vielleicht ein bisschen nachhelfen. Die Sache ist, das Spiel muss auf der Switch-Version optimiert sein dafür. Da kann eine neue Switch rauskommen, aber wenn Epic Games da nichts ändert an dem Game, dann läuft es immer noch auf 30 Frames. Und auf so einer scheiß Grafik, ja? Sieht echt kacke aus. So gerne ich es auch auf der Switch spielen würde. Ne? Ich muss dafür jetzt, um Fortnite zu spielen, ich habe es auch auf dem PC nämlich nicht mehr. Ich muss dafür einfach immer jetzt meine PS4 anschließen. Ich will nicht. Mann. Ich habe meine PS4 auch eigentlich fast nur noch für Fortnite. Und das ist doof. Ich würde die auch jetzt, also ich sag mal, selbst wenn ein besseres Switch rauskommen würde, ich würde jetzt nicht die PS4 da unbedingt für verkaufen. Whatever. Oder halt dann nicht mehr nutzen. Es gibt auch noch andere Sachen, aber es nervt halt. Dann kostet die Switch halt mehr. Was ich auch öfters gehört habe, es soll nicht die Switch, die alte, wie scheiße darstellen. Ne, aber es ist mal, okay, klar. Macht auch irgendwo Sinn, die soll da nicht so kacke vor sich so da präsentieren, die alte dann. Dass sich andere denken so, yo, was ein Dreck, was habe ich mir da gerade vielleicht vor kurzem noch gekauft. Aber das ist der Sinn dahinter, ja. Ich kann es verstehen, das ist eine schwierige Situation. Aber die muss man sich ja nicht kaufen. Solange es alles nicht exklusiv ist. Wobei es bei manchen Spielen auch einfach nur Sinn macht, weil ich meine, warum sollte man sich auf der alten Switch dann vielleicht einen neuen Assassin's Creed Teil kaufen? Denken wir mal einfach extrem in der Zukunft. Das ist doch doof. Stellt euch mal auf der Switch einen der neueren Teile vor. Das geht halt einfach momentan nicht. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, so ein alter Teil, die könnte man dann halt nicht so krass verbessern, aber wenigstens es versuchen. Weil es ist halt das Remaster, ist egal, ob es jetzt neu oder alt ist, es ist halt, wie gesagt, ein Remaster Teil. Trotzdem finde ich, ist halt ein komisches Feeling, so das in schlechter zu zocken als vor 100 Millionen Jahren gefühlt.
auf der Konsole, die jetzt gerade 2 Jahre alt ist. Hm? Finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich bin ja sowieso einer, der viel zu sehr auf die Grafik achtet. Aber es ist schon mies so auf der Switch leider. So Games wie Smash, die sind geil. Die sind sehr gut umgesetzt und alles, ne? Aber dann gibt's halt auch solche Ausreißer. Das heißt Ausreißer. Wie Fortnite, Assassin's Creed und Resident Evil wird dann auch noch so ein großes Thema vermutlich wieder. Weil ich glaube, dass es nicht so jedem dann gefallen wird. Selbst da ist es halt auch irgendwie nur, das hat mich echt verstört. Ihr habt nur 4 GB Arbeitsspeicher, Alter, mein Handy. Okay, mein jetziges Handy nicht, aber vermutlich mein zukünftiges Handy ist ja dann entweder ein Honor View 20 dann vermutlich irgendwann mal, wenn der alte Vertrag ausgelaufen ist und so. Oder dann halt ein S10, ich weiß noch nicht, ich bin momentan so echt dazwischen. Ich finde dieses neue Design mit dem Samsung, nennt es glaube ich O, Infinity O, ich habe noch ein S8, Leute, das ist einfach nur Infinity Display, lol. Honor nennt's, ach, es gibt so viele Namen. Loch-Kamera, Loch-Insta. Es gibt auch die Flotch, glaube ich. So. Notch und. Habe ich gerade Flotch gesagt? Die Lodge. Im Prinzip Loch als Notch. Keine Ahnung, Alter. Ich finde das aber sehr geil. Ich fand es am Anfang so, jö. Muss denn sein, aber ich habe jetzt auch kein Handy bisher so im Real Life sehen können. Also ich habe es leider noch nicht getestet. Bei Saturn zum Beispiel jetzt gibt es angeblich auch das View 20. Das habe ich jedenfalls in deren Insta-Story mal gesehen. Aber ich stelle mir das schon sehr geil vor. Und ich finde es auch sehr geil, so halt so viel Display wie möglich auf einer kleinen Fläche zu haben. Und das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die auf der Switch geil wäre. Das zum Beispiel der Musician angesprochen hat. Wäre halt ein größeres OLED-Display. Bisschen größer auch nur, weil ich finde, es reicht noch aus. Es ist halt einfach nur HD und das stört dann ganz, ganz selten auch mal nur. Ich spiele zwar nicht so viel im Handheld-Mode, aber ha, doch, wäre schon geil. Joy-Cons finde ich inzwischen auch immer kleiner. Ich hatte da vorher nie ein Problem mit. Inzwischen muss ich aber immer mehr sagen, jo, doch vielleicht ein bisschen zu klein. Akku, klar, muss besser werden. Aber wie gesagt, nochmal 4 GB RAM, das ist viel zu wenig. Also für eine Konsole, man müsst ihr bedenken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel eine PS4 genau hat. Ich glaube sogar auch nur 8. Was heißt 8 nur und bla, aber wenn man sich halt auch mit viel mit PCs und so beschäftigt und selbst ein PC mit 16 hat, wo man inzwischen sagen kann, yo, 16 ist auch nicht mehr das Heftigste, manche haben ja sonst wie viele näheren PCs. Aber 4 ist schon, das hatte mein S8. Mein S8 ist auch bald 2 Jahre alt. Ja, das ist jetzt auch schon 2 Jahre draußen, jedenfalls. Das ist schon mies. Also Nintendo muss in sehr vielen Dingen ein bisschen nachlegen, so. Wenn die eine geilere Switch machen wollen. Aber ich bin zuversichtlich. Ich denke, nächstes Jahr könnte es was werden. Und alle, die sich denken, oh, erst nächstes Jahr, scheiße und so. Und vielleicht sind auch welche bei so, yo, warum schon nächstes Jahr? Ich dachte eigentlich schon locker 2019, whatever. Ich hab mir es viel früher vorgestellt, aber inzwischen denke ich mir so, yo. Ah, es wird Nintendo erstmal nicht bringen. Ich denke, die werden jetzt dieses Jahr erstmal für Games absolut ausnutzen. So, stimmt, was jetzt auch noch dazu kommen würde, wäre jetzt Luigi's Mansion. Wollten wir eigentlich vorhin gerade die ganzen Spiele mal aufzählen. Ich glaube, da können wir jetzt auch mal kurz weitermachen nochmal, obwohl der Part auch eigentlich gleich schon zu Ende ist. Direkt nach Mai kommt Juni, haha, lol, ich kann's halt einfach, ne? Kann ich schon alles, die ganzen Monatsnamen so, ne? wow. Also es wäre jetzt einmal dann im Juni, Dings, wie heißt's? Mario Maker 2.
Irgendein anderes Game kommt auch noch raus, aber das habe ich gerade vergessen. Das ist wieder super. Ja, Juli. Was kommt Juli eigentlich raus? Scheiße, ich habe alles vergessen. Pokémon kommt noch im November. Es kommt noch sehr viele da raus, einfach. Es ist krass. DLC zu Captain Toad, das auch sehr überraschend war. Es kommt einfach insgesamt, wenn man das alles sich mal durchguckt, sehr, sehr viel krasses Zeug raus. Und da freue ich mich. Und dann denke ich mal, 2020 wird Nintendo dann vielleicht auch eine neue Switch rausbringen und dann noch passend Spiele dazu. Aber jetzt bringen sie erstmal, ich sag mal, Klassiker. Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Wobei, Pokémon. Luigi's Mansion jetzt. Ja, auch irgendwie ein bisschen, ne? Animal Crossing, die bringen halt so das Nintendo-typische. Und das freut mich. Weil ich halt vor allem Fan von sowas bin und so. Und ich habe halt auch hauptsächlich solche Games. Boah, weil die auch halt am besten meistens umgesetzt sind. Ich rede jetzt nicht von. Boah, Junge! Boah, Alter. Es nervt aber auch langsam, ja? Wieso habe ich den Kampf eigentlich noch angefangen? Boah! Boah! Boah, ist das schwer, Alter. Wir hätten den Geist dagegen nehmen sollen. Verdammt, verdammt, verdammt. Boah, jetzt nicht verkacken. Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre da runtergefallen in dieser kleinen. Ja, okay. Erstmal nicht. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Part. Smash Bros. Ultimate. Ja. Bisschen viel gelabert habe ich diesmal. Vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Aber gut. Lasst ein Like da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Games, die dieses Jahr rauskommen und whatever, zu dem Stream, was ich halt machen soll und so. Mal rein. Einfach alles, was so interessant ist. So, ne? Ich lese gerne eure Kommentare. Und ja, bis dahin und ciao. Dann lese ich gerne Kommentare.